aufstehen. Wedeln auf dem linken Bein. Und das Ganze auf dem rechten Bein. Und jetzt auf beiden Beinen. Weiter runtergehen. Noch weiter. Und jetzt gehen wir in die Abfahrtshocke. Die Fersen bleiben auf dem Boden. Mensch, der hat uns ja wieder ganz schön hergenommen heute. Und ob ich morgen ins Büro gehe, das weiß ich vorher nicht. Am Anfang habe ich einen wahnsinnigen Muskelkater gehabt, aber jetzt geht's schon. Aber es tut mir nicht alles für den Skiurlaub. Wo fahrt's denn eigentlich hin? Ja, Dolomiten. Aber leider nur 5 Tage zwischen Neujahr und Heilig Dreikönig. Mein Mann hat nicht länger frei im Winter. Du, apropos Neujahr, was geht's denn hier an Silvester? Ach, Fernsehschauen und weißwurst essen. Na, ich frag nur, weil eigentlich sind wir ja recht nette Klicken. Und wenn wir alle zusammenlegen, dann könnten wir unsere letzten Typen schon ein bisschen in Schwung bringen, oder? Du, Oskar, wegen ja. der Frage. Ja. Es ist wegen dem Dienst morgen Nacht. Ja. Weil die hat mir ja bereit erklärt. Ja. Und was sagst du denn aber ja? Jetzt ist meine Frau nicht da. Die ist bei ihrer kranken Schwester. Ja. Jetzt hat sie angerufen, sie muss noch länger bleiben, weil es geht ja nicht gut. Deine Frau? Ja, nein, der Schwester, nicht? Und jetzt ist mein Sohn morgen allein an Silvester. Jetzt wollte er die fragen, kann man nicht den Dienst taschen? Gern, Franz, aber das tut mir wirklich leid. Ich hab nämlich ein Gelübde abgelegt, weißt du? Ein Gelübde? Ja. 30 Pfund wirst du weg im neuen Jahr. Okay, was hat denn dein Bauch mit Silvester zu tun? Ja, weißt, ein Spätzle von mir, der hat eine Spanfackel vorbereitet und der möchte ich noch mal so richtig zuschlagen. Schade. Schade um deine Gesundheit. Wieso? Die und deine Galle kennen, brauchst doch du mal einen Notarzt. Du, das lass meine Sorge sein. 100 Mark wette ich, dass du 30 Pfund nie wegbringst. 100 Mark! Was? Du willst einen Plan? Gut, die wird gut. Schlag ein. 100 Mark. Ich danke dir im Voraus. Die Wette habe ich schon gewonnen. Engel, was magst denn du morgen abends? Ich? Nichts Besonderes. Wir werden sehr gut essen und dann machen wir unseren gemütlichen Abend, meine zwei Weiber und ich. Natürlich. Gutes Neues. Gutes Neues, Franz. Du, Franz? Ja? Ich wollte dir nur sagen, ich hab mir das anders überlegt. Ich übernehme morgen deinen Dienst. Nur damit du siehst, dass mir das ernst ist. Das mit der Wette? Ja. Und außerdem tut mir dein Sohn leid. Sag ihm einen schönen Gruß von mir. Also, Musgrube, ich wünsch dir 30 Pfund weniger, weil du bist dick. Ja. Du, Kalli, was isst man denn morgen abends? Was der ewige Kaffee von der Mama? Ich hab gemeint, wenn wir uns ein schönes Morgenskatzel machen. Warum? Du hast doch immer gesagt, du hast morgen am Dienst. Nein, ich hab getauscht mit dem Kollegen Musgrube. Ein schöner Grüße oder so. Ehrlich? Hör doch einmal auf mit dem ewigen Ehrlich. Du kaufst morgen in der Früh ein Feuerwerk und ein Blei, weil wir nämlich auch Bleikissen. Das sind 20 Mark. Und dann machen wir uns einen schönen Abend. Wer singt, das wird gemütlich. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, gell? Was ist blöd? Ja, weil ich gedacht hab, dass du morgen am Dienst hast. Da habe ich natürlich anderweitig disponiert. So, wie? Ja, die Cynthia hat mich gefragt, was ich an Silvester mache. Die Cynthia? Läuft das immer noch mit der Frau? Ja, freilich. Weißt, Cynthia hat gesagt, an Silvester ist immer so langweilig bei ihr, mit den Eltern allein und so. Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob ich Zeit hab. Naja, und Mama in Ulm und du im Dienst, da hab ich natürlich zugesagt. Natürlich. Geht's noch alle. Du, Papa, wenn ich wusste, dass du keinen Dienst hast. Ich möchte nur wissen, wozu ich eine Familie hab. Dann soll ich wieder absagen? Na, na, genau. Dann esse ich eben allein. Servus, Papa. Servus. Was hätten wir gern, Herr Schöninger? Ach, ist ja Wurst. Mulzwurst und ein Helles. Nein, halt, kein Helles. Pressiert nicht, ich muss da telefonieren. Halt, nein. Ich brauche etwas Süßes. Ein Kaiserschmarrn und Preiselbeeren. Inspektion 1, Moosgruber. Ich wollte nur sagen, du kannst dein Spanferkel essen morgen Abend. Was heißt das? Ja, das heißt, dass mein Herr Sohn schon anderweitig disponiert hat für morgen Abend. Es bleibt also alles beim Alten. Hey, machst du Ärger mit den Nachbarn?
Ja, schon, aber. Silvesterkreuzfahrt in die Karibik. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir machen eine Silvesterkreuzfahrt in die Karibik. Wer wir? Na ja, du und ich und noch ein paar lustige Leute. Haben wir im Lotto gewonnen, oder was? Na, die Reise findet selbstverständlich im Haus statt. Jetzt, Ilona, sei gescheit, hör auf mit dem Schmarrn. Sag, was ist los? Also, pass mal auf. Wir haben uns Folgendes für morgen Abend ausgedacht. Was macht man schon normalerweise an Silvester? Essen und Fernsehen. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Also, legen wir alle zusammen und machen ein Fest unter dem Motto Kreuzfahrt in die Karibik. Verstehst du? Wer ist wir? Wir sind mir von der Skigymnastik. Das wird bestimmt lustig. Schau, die Platten haben schon besorgt. Und was zum Dekorieren. Und zum Essen gibt's Sperrrips und Bier. Und anschließend nur noch Sekt. Und alle kommen im Bermuda-Look. Du brauchst aber keine Shorts kaufen, weil ich hab deine alte Jeans abgeschnitten. Schau mal. Du weißt genau, das ist mein Lieblingsjeans. Spinnst du? Ich mag keine Bermuda nicht. Du musst doch mal ein bisschen originell sein können. Was haben wir denn schon gemacht die ganzen letzten Jahre? Mein Gott. Wie viel kommen wir denn da? 6 Spitzen Superhasen. Dass man ja keinen Ärger machst, gell? Naja, dann kann es wenigstens lustig werden. Ja, das wird's ja. Und die dazugehörigen Männer sind sicher auch nicht schlecht. Was? Das sind ja 2 fremde Leute in unserem Haus. Ja, warum denn nicht? Wir legen alle zusammen, jedes Paar 50 Mark. Und die Männer sorgen fürs Feuerwerk. Da muss ich morgen auch noch kümmern drum. Du hättest mir wenigstens vorher fragen können, bevor du sowas ausmachst. Na, das war doch vollkommen spontane Angelegenheit. Du sagst immer bei uns jetzt nichts. Ach. Oder ist du vielleicht nicht recht, Helmut? Ich freue mich auf einen gemütlichen Abend, verstehst du? Beim Feinkostbauer eine schöne Platten, damit du nicht so viel Arbeit hast. Ach, geh, die kann man doch wieder abstellen. Dann komm ich heim und erfahr, dass ich das ganze Haus für fremde Leute habe. Ach. Und die Susi? Was ist mit der Susi? Was glaubst du, was das für einen Lärm gibt, wenn die da ja Gaudi machen? Die Susi. Du weißt genau, dass die schlaft, wenn sie einmal schlaft. Und mit den Nachbarn habe ich auch schon gesprochen. Die kriegen eine Flaschen Sekt. Ja, fabelhaft. Und geh, Helmut. Jetzt sei ja kein Spielverderber. Das wird bestimmt ganz lustig. Ich meine, sicher, du kennst die Leute nicht, aber das kann auch mal ganz reizvoll sein, oder? Na, da bin ich neugierig. Also, Papa, dann wünsche ich dir was. Was? Na, gutes Neues. Ja, das wünsche ich schon mal. Und führ dich anständig auf, gell? Ach, geh, das weißt doch ich. Hast du Blumen dabei? Nein, Cynthia steht nicht auf Blumen. Ja, das ist aber traurig. Aber die Mutter vielleicht. Geh, du musst doch Blumen mitbringen, wenn du von denen Leuten was zu essen kriegst. Ehrlich? Was heißt da ehrlich? Da sind 10 Mark. Fahr zum Bahnhof und kauf was Schätz. Für 10 Mark? Ja, Rosen und ein bisschen Grünzeug wirst du schon kriegen. Und wenn's nicht langt, dann legst du noch was von deinem Taschengeld drauf. So. So, jetzt schick dich, dass du noch rechtzeitig zum Essen kommst. Und fahr langsam. Dankeschön, Papa. Und da wünsche ich dir nur ein Happy New Year. Thank you. Das werden wir brauchen können. Aha. Da geht's wieder ganz schön runter. Hauptsächlich Blackshade in dem Betrieb ist wieder ziemlich gefeiert worden. Ja, ja. Und dann ins Auto rein. Die Leute werden nicht mehr gescheit. Und das bei den Benzinpreisen. Statt das rauffahren, die Leute. Inspektion 1, Werner. Ja, Moment, der ist gerade gekommen. Schöninger. Ja. Deine Frau, Telefon. Was ist denn? Deine Frau. Was willst du denn? Elisabeth, geh, du weißt doch, dass ich das nicht mache, wenn du mit dem Chef durfst. Was gibt's denn? Ja, zu Hause war immer besetzt. Ja, das war der Herr Sohn. Gerade wichtig hat er's heute. Ist denn der Kalli nun zu Cynthia gefahren? Ja. Ich hoffe, dass er da wirklich nur Silvester feiert. Was heißt denn das? Du, es soll Leute geben, die sind so deppert und feiern an Silvester Verlobung. Also, Kalli ist ja nur ein halbes Kind. Man muss sich nur wundern, wozu eine halbe Kinder heutzutage fähig sind. Du, Mama, ich muss jetzt aufhören. Bei uns ist schon Hochbetrieb. Warte doch mal. Ich wollte dir nämlich noch was sagen. Ja, ja? Ich habe einen Wunsch fürs kommende Jahr. Ein Wunsch? Ja. Ich wünsche mir, dass das kommende Jahr genauso schön wird, wie das vorige war. Und dass wir so zufrieden und glücklich bleiben, wie bisher. Der Kalli und du und ich. Mama, dass du das sagst, das finde ich wirklich lieb. Das wünsche ich mir auch. Und hernach trinkst du ein schönes Glas Wein auf mich. Das mache ich.
Also dann, gute Nacht. Mama, ich bin jetzt ganz gerührt. Ein recht gutes neues Jahr. Gutes neues. So, darf ich vorstellen? Das ist der Kali, meine Eltern. Angenehm. Schöninger. Angenehm. Schöninger. Guten Abend. Dann mache ich mal einen Begrüßungsschluck. Whisky? Ja, oder ein Campari, oder? Nein, danke, für mich bitte kein Alkohol. Da sind Sie vielleicht mit Wagen da? Sehr gefährlich an einem solchen Abend. Nein, aber ich trainiere zurzeit und da trinke ich nie einen Alkohol. So, ja, was trainieren Sie denn? Eishockey. Ich spiele in der Jugendmannschaft. Eishockey? Ja. Ja, aber man hört doch immer, dass dieser Sport so roh und gefährlich ist. Na, wir spielen alle mit Helm. Wenn du nicht bald die Blume überreißt, werden sie dir noch verwelken. Oh, darf ich bitten? Helmut, kommst du mal? Na, was sagst du? Freundig. Sieht man nicht zu viel? Schmarrn, das kannst du doch leisten. Du weißt doch, dass du keine Bermuda magst. Bermuda liegt nicht in der Karibik. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, das ist doch wurscht. Mach's mal einen Drink. Und dann können die Gäste schon langsam kommen. Ja, schön langsam. Am liebsten weiß man, sie würden überhaupt nicht kommen. Mach die Musik ein bisschen lauter. Nix, aber ich mache mir Sorgen um den Herrn Denk. Aha, wer ist der Herr Denk? Der alte Herr, der bei uns im Haus wohnt. Vor einem halben Jahr ist doch seine Frau gestorben. Wir wissen es nimmer, wie er zwei Tage verschwunden war. Und wir haben schon gemeint, er hat sich was angetan. Ach, das ist der Herr Denk. Ja, freilich. Und letzte Woche rennt ihm sein Hund ins Auto und hat zu allem Unglück. Ja, Matt, das ist sehr bedauerlich, aber was? Heute Nachmittag wollte ich ihm Krapfen bringen. Ich habe geläutet, aber er hat nicht aufgemacht. Na, man denkt, der ist nicht daheim. Aber jetzt auf die Nacht probier's nur mal, aber in der Wohnung rührt sich nichts. Ich mache mir halt Sorgen. Vielleicht ist er zu seinen Verwandten gefahren über die Feiertage. Der hat keine Verwandten. Der hat niemand. Ja, außer seinem Hund. Und der ist ins Auto rein. Ja. Und heute ist Silvester. Verstehen Sie? Ja, Silvester ist ein schwieriger Tag, aber ich kann nicht einfach die Wohnung aufbrechen. Ja, aber warum nicht? Es bleibt dann doch nichts anderes übrig, wenn er nicht aufmacht. Man muss doch wissen, was er macht. Schmeckt Ihnen der Lachs? Ja. Bei uns gibt's auch sehr oft Lachs. Meistens am Freitag. Ach. Aber dass man den auch so essen kann, kalt und in so dünne Scheiben, das habe ich nicht gewusst. Ihre Mutter macht wahrscheinlich Seelachs. Ist denn da ein Unterschied? Zumindest was den Preis betrifft. Mami, wann machst du mal wieder Seelachs? Ihr Vater ist also Polizist? Ja, im Volksmund Bulle genannt. Aber die Bezeichnung, die hört er nicht so gern. Außerdem ist er stellvertretender Leiter der Inspektion 1. Und wollen Sie später auch mal zur Polizei? Ah, na, das glaube ich nicht. Ich möchte ganz gern Sportlehrer werden. Also der Lachs, der ist echt gut. Ehrlich. Ja, also dann zum Wohl. Ja,
Der denkt, wenn's nicht aufmachen, müssen wir die Tür aufbrechen. Was ist denn? Herr Denk, warum machen Sie denn nicht auf? Ich hab's halt schon zweimal probiert. Ach, Sie waren das? Ja, ich wollte den Krapfen bringen. Ja, danke schön, aber das ist doch gar nicht nötig. Dürfen wir reinkommen? Polizei? Schöninger, ich bin ein Bekannter von der Frau Reger. Sie hat sich Sorgen gemacht um Sie. Ja, um mich braucht man sich doch keine Sorgen zu machen. Gemütlich haben Sie es da. Ja. Ist es Ihre Frau? Das war meine Frau. Und das da war mein Bastel. Überfahren haben sie mich. Und da steht noch immer sein. Entschuldigen Sie bitte. Ja, aber den können wir doch heute nicht allein lassen. Können Sie sich nicht ein bisschen kümmern um ihn? Nein, wir sind eingeladen. Ich wollte da bloß noch mal schnell vorbeischauen. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, vielen Dank, Herr Denk. Ich muss wieder in die Inspektion, aber ich hätte mich ganz gern mit Ihnen ein bisschen unterhalten. Haben Sie keine Zeit? Jetzt? Es ist ja nicht weit, nur ein paar Schritte. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ja, schauen Sie, ich habe auch mal so einen Lumpen gehabt. Und ich überlege mir halt, ob ich mir wieder einen zulege. Nicht? Jetzt weiß ich nicht, so einen Langhaar nehmen diesmal oder wieder einen Rauhaar. Und was sagst du? Das ist eine Blume. Das ist ein Pilz. Ist doch ganz klar, ist ein Atompilz. Tja. Und nun? Na, vielleicht will die Jugend ein bisschen tanzen. Was meinst du? Aber ich glaube, die Discos sind heute alle zu. Papa meint ja nicht, dass man in der Disco tanzen soll, sondern hier. Ja? Nein, Hermann, bitte keine laute Musik. Ach, Liebes, kriegst du wieder deine Migräne? Ja. Ich hab jetzt schon Angst, wenn dieses Geballere losgeht. Ach, du Armes. Soll ich dir mal mein Zimmer zeigen? Na, ehrlich? Aber Kind. Keine Angst, Mami. Ich tue ihm schon nichts. Aber vielleicht interessiert er sich für Briefmarken. Man weiß ja nie. So groß ist er gewesen, wie wir ihn gekriegt haben. Meine Frau hat ihn in der Einkaufstasche nach Hause gebracht. Ach, und laufen hat er können, wie ein Wiesel. Jeden Morgen in aller Herrgottsfried ist er vor meinem Bett gestanden und hat mich angeschaut, so als wollte er sagen, steh doch endlich auf, du Faulpelz. Wir müssen raus in den Park zum Auslaufen. Ja, ja. Ah, da bist du. Was ist denn los? Warum ziehst du dich denn um? Tut mir leid, aber ich muss an die frische Luft. Ist dir nicht gut? Ja, das kann man wohl sagen. Hast du viel gegessen oder so? Nein, ich habe nur zu viel Karibik. Ja, also Helmut, die Leute sind wirklich nett. Also mir sind sie ein bisschen zu nett. Die Gaudi hält ja kein Mensch aus. Also du bist wirklich kindisch, jetzt werde ich dir mal was sagen. Helmut. Helmut, was hast du? Ja, es ist ja gut. Na, komm, so lustig ist ja auch wieder nicht. Was ist denn? Komm. Du, ja, komm, er kommt gleich wieder. Also, dass du jetzt einfach abhaust, finde ich unmöglich. Soll das sagen, was ich finde? Komm, vergiss es. Vergiss es. Ja, sag mal, spitz, wo gehst du denn? Spitz, du doch. Komm, ich kann dir ja, ist es schon.
Wie wir dann allein waren, da hat er wieder einen Außenring. Und da ist dann passiert. Ich glaube, er hat auch nicht mehr leben mögen. Könnten Sie sich nicht vorstellen, dass Sie wieder einen Hund möchten, einen Jungen? Hm? Ja, überlegt haben wir schon, aber wer weiß, wie lange ich noch lebe. Das wäre verantwortungslos. Hey, servus, wo kommst denn du her? Du meinst, du hast eine Familienfeier? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Aber meine Frau hat ein paar Leute eingeladen, da hab ich es nicht mehr ausgehalten. Jetzt hab ich mir gedacht, mir geht's recht zu. Und du kannst vielleicht Unterstützung brauchen. Nein, nein, du hast noch ganz recht. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, weißt du? Die anderen sind drin beim Fernsehen. Magst du schon? Spitzenprogramm machen. Ach, vielleicht ist so ist die Gaudi bei mir daheim. Du, bist du mit deinem Auto da? Ja, wieso? Du, da kannst du kurz Werk da. Fahr doch mit dem alten Mann in die Inspektion 15 und lass dir dort die Schlüssel fürs Asyl geben. Für was? Ja, das erklärt er nachher. Herr Denk, Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Gefallen? Ja, Sie kennen sich doch so gut mit Hunden aus. Uns ist da neulich einer zugelaufen. Ein ganzer armes Viecherl. Der muss ein recht schlechtes Platz gehabt haben, weil er gar so ängstlich ist. Und wenn da in einer Stunde das große Feuerwerk angeht. Ja, mein Waschel, der hat auch kein Feuerwerk. Na, sehen Sie, da habe ich gedacht, wenn Sie sich ein bisschen kümmern um ja. Das Viecherl. Ja. Ja, natürlich, nur für heute Nacht. Formalitäten erledigen wir morgen oder übermorgen. Nehmen wir da noch welche? Der da muss schon. Der ist eine Sie, heißt Rosa. Wie spät haben wir es denn? 20 vor 12. Das ist gut. Dann ist es noch nicht zu spät. Gell, Rosa? Grüß Gott, mein Abend. Nein, frag mein Bisser, heute haben wir wirklich gar keine Zeit. Ja, Erna will ja gar nichts. Ich wollte dir nur ein kurzes neues Jahr wünschen. Ja, Erna auch ein recht kurzes neues Jahr. Und, so. Und jetzt gehen wir zusammen und feiern mit Ihrem Peter. Ja, der kriegt halt eine doppelte Portion Tatar, gell, ja. Ja, sieh, Erna habe ich ja was mitgebracht. Das ist ein Platz und selbst gefangen. Einen Punsch habe ich Ihnen auch mitgebracht. Nein? Frag mein Wieser, wir dürfen nichts trinken, wir sind im Dienst. Ah ja, das weiß ich schon. Aber mein Punsch, der macht ja noch gar nichts und der schmeckt nämlich noch gar nichts. Brauchst keine Angst haben, Rosalie. Schau, das ist nur das Feuerwerk.